Hallo. Hallo, schönen Hallo. Guten Abend zusammen. Schönen guten Abend aus Kamala, Kokosnussbar. Genau. Und Restaurant. Der Markus aus Fürth, also praktisch. Hallo. 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 Alles gut? Ach, ihr seid heil. Kommt er morgen zum Schweinebraten? Mal sehen, ne? Überlegt euch halt, ne? Wäre schön. Ihr könnt auch gern heute noch was trinken, haben wir auch nichts dagegen. Okay. Ist doch noch früh am Tag. Das wäre doch was da wahrscheinlich. Tschüss, danke. Ciao. Ciao. Ja, das waren zwei nette von der Tour gestern, die wir gemacht haben. Die James Bond Island Tour. Kann ich jedem empfehlen, der hier ist. Leute, wenn ihr irgendwie in Richtung Phuket seid, Südthailand, gern zum Thomas in die Kokosnuss. Ich bekomme nichts für die Werbung. Mir gefällt es einfach hier. Das Zimmer ist bei ihm völlig in Ordnung. Schön groß, sauber, Aircon. Bevor ihr denkt, ich sterbe zu viel, es ist wirklich meine echte Meinung. Danke. Da können wir das Video schon wieder abbrechen. Zum Schluss fertig, habe ich gesagt. Kurz und schmerzlos. Ja, irgendwas vergessen, Alter. Ja, passt. Da richtig. Nee, ist aber schön. Er ist ja auch Mittelfranke, so wie ich. Ne? Mhm. Ist so schön, dass du mal vorbeigeschaut hast. Das ist noch speziell. Ansbacher, ja, genau. Ansbacher sind speziell. Also der Hauptstadt, der Regierungshauptstadt, kann man sagen, ne? Von Mittelfranken. Ja, ich bin ja aus der Regierungshauptstadt. Auch noch. Also mein Chef. Das ist wieder geil. Und das Interessante ist ja, ihr seid ja außer dem Jens. Der Jens war vorher schon bei mir, vor YouTube, gell? Du warst tatsächlich durch einen Zettel bist du hergekommen, oder? Ja, durch Werbung. Ja, ja, vor Covid halt, ne? Am Motorrad war das dann vor Covid. Wie die wollen Auto kaufen, so ungefähr, wollen die Auto kaufen. Genau. Aber kennengelernt haben wir uns eigentlich jetzt erst durch die Covid-Zeit, kann man sagen. Mhm. Ja, jetzt sind wir schon fast verheiratet. Ja. Wir arbeiten dran. Bist du eifersüchtig? Überhaupt nicht. Er hat bald viel zu tun, dann kommt deine Zeit. Ne? Der einzige Hesse ja. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Bei du bist der Hesse? Ich bin Hesse. Ja, und du? Was bist du? Niedersachsen. Niedersachsen. Ja, das ist eine Überzahl. Auf jeden Fall hast du schon auf die richtige Seite gesetzt. Ja, ja, genau. Die Ländergrenze haben wir hier gezogen. Ja, genau. Das ist schon, der erste Tag hier, das ist schon wirklich, muss ich sagen, fällt mir wirklich gut. Das Feeling ist wieder back. Sorry, dann machen wir mal Prost. Nach 25 Jahren wieder hier zu sein, das ist dann wirklich... Leute, kommt hierher, ihr verpasst was. Glaubt mir's. Nun, du bist ja jetzt praktisch schon länger in Thailand. Du machst ja, du reist ja immer wieder rum. Ne? Du gehst ja mal dahin, da war da, da war da. Genau. Ich versuche immer so in einem Urlaub 3 bis 4 Kurzurlaube zu machen. Verschiedene Gegenden, verschiedene Arten von Landschaft. Mal da fahrt mal den Strand, mal da fahrt mal hier Richtung Natur, Wasserfälle, Berge. Und das klappt wieder ganz gut. Ich war jetzt, um es ganz kurz zu erläutern, am Anfang ein paar Tage nach Bangkok, war ich kurz in Kanchanaburi. Da coole Wasserfälle, Erawan-Wasserfälle. Dann eine Nacht auch so aufs Floß verbracht. Auch sehr interessant. Dann wieder kurz Bangkok, Krabi. Geht's hier beim Thomas 4 Nächte. Morgen geht's nach Bangkok. Dann geht's Richtung Osten, nach Chanderbori. 4 Nächte, dann noch 3 Nächte Koh Samet. Ja, der macht was, ja. Nach Bangkok und dann geht's wieder heim. Ja. Dann ist leider wieder rum. Hast du auch Lotterie gespielt? Nein. Gib noch die Lose. Aber das Thema da. Eins zumindest. Also irgendwie passt das nicht. Ich habe verloren, der hat wahrscheinlich gewonnen. Erfahrung. Ich verrate es bloß nicht. Positive Erfahrung hat er gewonnen. Und wie lange kommst du schon hierher? Nach Thailand, also mein erstes Mal war 2006, war ich zum ersten Mal da. Ja, auch schon lange. Das war dann damals meine Honeymoon, mit der Hochzeitsreise, genau. Das war als Pauschalreise gebucht. Und dann seit 2007 auch wieder regelmäßig, meistens mit deutscher Freundin oder Ehefrau, jetzt alleine. Und ja, wenn es eine von denen sieht, sorry, aber es ist einfach noch entspannter. Ja, okay. Weil man einfach die Entscheidungen wieder tagsüber selber treffen kann und da jetzt nicht böse sein, nicht falsch verstehen. Wer mich kennt, weiß, wie ich es meine. Das ist manchmal nicht so einfach, ne? Wenn du dann zu zweit oder zu dritt reichst und dann gibt es immer der eine will rechts, der andere links, der andere geradeaus, das ist das Problem. Ne? Aber es gibt ja auch Leute, ich kenne wirklich Leute, da funktioniert es. Die machen immer zusammen Urlaub und die haben nie ein Problem. Auch das gibt es. Ja. Das konnten wir damals schon auch. Also die klassischen, wie mal Griechenland oder sowas oder Malle, da alles gut.
Aber hier, wo es so viel Verschiedenes zu sehen gibt, ist es noch ein wenig schwerer, die gleiche Meinung zu finden. Mhm. Und oft war es so, dass auch die Ansprüche der Begleitung ein bisschen anders waren, was Zimmer angeht, was nur am Meer liegen, da wäre ich mal 3 Stunden, jetzt mir langweilig und so weiter und so fort. Ja, steht mir genau. Ist nicht böse gemeint, aber ist einfach anders. Ja, das sind wir auf einem Level. Ich mag das auch nicht. Absolut. Dann kommt die Frage, nämlich, ja, wenn du da alleine reist, 3,5 Wochen, ist dir das zu langweilig? Ich sage nein. Ich habe 2 Bücher dabei. Jetzt könnt ihr bitte mal jeder mal schätzen, wie viele Seiten von den Büchern ich schon gelesen habe. 5. Gar keine. Nächste Schätzung? Ja, gar keine. Ich sehe beide noch, kein Buch. Die liegen noch beide original angelesen im Zimmer. Ja, wenn du dich hier offen verhältst, den Menschen gegenüber, kannst du in Thailand tun, was du möchtest. Ja, man trifft Leute wie euch. Gestern haben wir ausgedrückt, alles super. Es entstehen neue Kontakte für die nächsten Urlaube und so weiter. Ja, genau. So läuft es auch. Soll es auch laufen. Genau. Und besser geht es doch dann. Es ist egal, wo wir herkommen. Wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich. Wir sind alle auf einem gemeinsamen Planeten. Das gehört allen uns. Das Schade ist ja, dass es immer noch diese Grenzen gibt, ne, wenn man sich das überlegt. Ja. Also, dass du dich eigentlich gar nicht frei bewegen kannst. So richtig, außer du hast halt richtig Kohle, dann geht es wahrscheinlich schon wieder Elon Musk. Hm? Ich glaube, der kann schon überall hin. Der hat die Kohle bis zum Abwinken. Aber der glücklicher ist als mir. Wer weiß. Geld beruhigt. Macht das Leben einfacher. Aber ob es glücklich macht, das weiß kein Mensch. Wenn ihr sie beim Ausflug, den ich in Krabi gemacht habe, da waren auf dem Boot Leute aus Singapur, Australien, Chinesen, Russen. Ich war, glaube ich, der einzige, wenn man so will, Europäer, wenn man die Russen mal so jetzt gerade grenzwertig sieht, hat alles toll funktioniert. Es war lockere Stimmung. Das sind ja alle ganz anders als zu Hause. Komisch, komisch. Du gehst hier durch die Immigration durch und alle schalten, also wie wenn du einen Schalter umlegst. Schalten ihren Modus um die Uhr. Und alles wird gechillter, relaxter und jeder versucht den anderen nicht auf die Füße zu treten und bisschen entgegenzukommen, bisschen geben, nehmen und funktioniert. Genau. Funktioniert. Warum funktioniert das nur hier? Das verstehe ich nicht. Nächste Frage, die oft aufkommt, ist das Thema, ja, das ist ja alles so gefährlich und unsicher. Thailand ist sicher ohne Ende, also bitte. Ich glaube, es liegt aber halt daran, weil die halt schon, wenn du als Ausländer was magst oder dich aufhörst, wirst du halt dementsprechend bestraft. Also tust du das schon mal wegdrängen. Richtig. Und die es machen, ja, die waren ja wirklich gnadenlos. Die hatten ja hier mal eine Zeit lang Probleme mit den Franzosen, also die arabischen Franzosen, weil die sich so aufgeführt haben. Und dann haben, man hat jetzt gar nichts mehr gehört, aber die haben dann die einfach ausgewiesen. Und da kam auch der französische Botschafter hat gesagt, okay, dann schmeißt die raus, wenn die sich nicht anständig benehmen. Ist ja auch nicht so. Weil die haben sie halt aufgeführt. Nicht alle, ne? Aber zum Teil haben sie sich halt aufgeführt und jetzt ist es auch ruhiger, man sieht die kaum noch. Ne? Also das ist, mal schauen, wie die Hochsaison ist. Aber das spricht sich halt dann auch bei denen rum. Du kannst dich nicht so aufführen, weil dann was draus ist. Genau. Das sollte mal die deutsche Bundesregierung mal. Wir sind Gäste, wir haben uns zu benehmen. Genau. Ganz einfach. So sieht das aus. Wir haben uns noch mehr zu benehmen wie die Einheimischen, weil wir sind die Gäste. Ich bin auf Deutschland gibt es den Anspruch, ein guter Gast ist niemals Last. Mhm. Und da ist was dran. Ja. Ich habe es, glaube ich, dir und dir vorhin schon gesagt, wenn ich durch Bangkok laufe oder irgendwas auch immer fahre, nachts um 3, in egal welchem Zustand, ich fühle mich da sicherer. Als am Nürnberger Hauptbahnhof, nachts um 11 oder so. Ja, da will ich nicht mehr sein. Ich habe ja gehört, dass der Nürnberger Hauptbahnhof jetzt einer der gefährlichsten sein soll. Das war früher ja gar nicht groß. Das war früher Nürnberger. Also wie ich noch in Deutschland wo, das war halt der Hauptbahnhof. Ist ja kein Deutscher mehr da am Bahnhof. Ja, aber da war da nichts gefährlich zu meiner Zeit. Ich bin aus einer kleinen Mittelstadt, Kreisstadt, 60.000 oder 80.000 Einwohner. Dann kannst du abends nicht mehr das Bahnhofsviertel laufen. Das kann doch gar nicht. Du kommst keine Polizei rein, nimmst du, das ist so. Das Bahnhofsviertel ist eine Kleinstadt. Der Kleinstadt Wetzlar. Wetzlar, Leica, Zeiss. Ich kenn's im Handball. Ja, Handball, genau. Ja. Und da kannst du am Bahnhof abends, kannst du dann nicht mehr. Also als Frau schon mal gerade gar nicht. Und das kannst du nicht sein. Das ist doch unser Land. Da ist das wirklich so. Das ist so. Thomas, das ist so. Das ist wirklich so. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und ich habe von vielen Leuten schon gehört, da brauchst du nicht mehr hingehen. Das ist in und dass da irgendwo dann irgendwelche Übergriffe stattgefunden haben. Und natürlich auch hier Schiebereien. Das ist schon arm. In jedem Bundesland. Das stimmt. Alles dasselbe. Schöne Grüße an die Regierung. Jawohl, also traurig, ich kann es nicht glauben, dass das so ist. Also für mich hört sich das an, wie ich bin ja schon 26 Jahre weg. Das ist mir auch scheißegal. Und jetzt hörst du ja Bayern, Hessen und Niedersachsen. Ja.
Es ist überall so. Schlimmer wie in Bayern, oder was? Überall, ist überall so. Überall ist überall so, ja. Außer in den östlichen Ländern. Die also ich fange an, langsam an durchzugreifen. Weil da hat es auch schwer überhand genommen, aber die Sachsen fangen jetzt schon langsam an, da Feuer zu machen. Mhm. Mit kein Geld mehr, die wollen das jetzt nur noch mit irgendwelchen Wertmarken oder Lebensmitteln. Ja, dürfen die das dann? Das haben sie gemeint, versuchen. Das haben sie versucht und schon wieder gekippt, weil das auch wieder nicht. Komischerweise nach dem Zweiten Weltkrieg ging das alles. Jetzt geht's nicht. Und jetzt geht es auf einmal gar nicht mehr. Mhm. Ja, weil. Wollen wir nicht abschweifen? Naja. Lass uns über Thailand reden. Und ich glaube das jetzt einfach mal alles nicht, weil ich bin schon so lange da, aber ich sage, das stimmt nicht, was ihr da erzählt. Das stimmt, glaube ich. Wir schicken immer Videos oder Zeitungsberichte. Ja, oder ich kriege das ja an, aber ich kann das manchmal gar nicht glauben. Man kann es ja nachvollziehen. Es kommt mir vor, als wie, verstehen als wenn es ein Witz wäre. Verstehen das ist ein schlechter Witz. Das ist mehr als ein schlechter Witz. Das Problem ist halt, dass der Witz wahr ist. Ja, das stimmt. Nein, es ist doch auch so, wenn einer in dein Land kommt, dann muss er sich doch ordentlich benehmen. Und wenn er sich nicht benimmt, dann schmeißt ihn raus. Machen ja die Thais auch so. Und darum ist es hier auch so friedlich, weil die Leute, das hat sich rumgesprochen halt. Mir gefällt das auch, dass die Leute dann auch knallhart durchgreifen. Gerade die Polizei oder wenn wirklich straffällig wird, da wird durchgegriffen. Da wird nicht geschoben, da können wir nicht hingehen, sind Ausländer, es gibt wieder schlechte Presse und da schimpfen. Nein, da wird gehandelt. Ja. Bei uns wird nicht gehandelt. Da wird viel geredet, aber es wird nicht gehandelt. Das ist das Problem. Die hören nicht auf das Volk. Das Problem. Zu Thailand. Morgen macht ihr, glaube ich, den Ausflug zum wie heißt der, Big Buddha? Der früh um 5 Uhr startet. Auch also auch für die Frühaufsteher unter euch vielleicht potenziellen Gästen, wer früh aufsteht, in der Kühle rauflaufen zum Buddha. Ja, ist schön, vor allem ist ja da kein Verkehr und so. Mhm. Sache. Das ist noch so wie ich früher war, ohne Verkehr. Ja. Hat ja leider auch sehr viel zugenommen. Ich weiß gar nicht, wie es in der Hochsaison wird. Aber solange du natürlich in deinem Hotel bist und am Strand, aber wenn du halt rausfährst, dann ist es schon heftig in der Zwischenzeit. Was ich heute gesehen habe, das hat mich echt schon gemacht. Ja. Und bis November. Ja gut, du warst ja 26 Jahre nicht mehr da. Ja, aber von dem Verkehr her, das war schon krass. Also das konnte ich mir. Du kommst morgens um 7 hier an und dann stehst du nur im Stau. Ja. Ein Minibus nach dem anderen. Ja, irgendwie. Das ist Wahnsinn. Eine Stunde bei der Immigration, mindestens eine Stunde, bis du da überhaupt mal durch bist. Unglaublich. Da hatte ich Glück, war ungefähr eine Viertelstunde, 10 Minuten eher noch. War Glück in Bangkok. Ja. Aber gut, ich war auch schon mal eineinhalb Stunden gestanden. Also das geht alles. Passiert, da muss man halt rüberstehen. Ja. Da kann man sich auch fühlen, ohne sich also aufzuregen, wie es bei uns passiert. Wichtig ist, ne? Du bist aus dem Flieger raus und stehst im Flughafen geworden. Richtig. Und dann fällt dir schon mal ein großer Stein vom Herzen. Richtig. Ja? Du weißt, du bist ja 3 Wochen oder mehr da und dann kannst du schon. Und du weißt ganz genau, 45 Minuten später bist du in deinem Hotel, in deiner Anlage, egal wo, in deinem Kondominium. Richtig. Und dann heißt es nur noch duschen und ausruhen, ein schönes, kühles Shang-Bier trinken. Oder Singer, oder Leo. Oder deutsches Weißbier. Oder ja. Aber die Last, die werden in dem Moment runterkommen. Ich merke das jetzt schon. Ich bin jetzt gerade, sagen wir mal, 12, 13, 14 Stunden hier. Ich bin total relaxed. Relaxed, einfach fahren. Geht mir auch mittlerweile genauso. Die ersten Runden war es natürlich schwierig, aus Bangkok da in den Lärm, in diesen Trubel da reinzukommen. Jetzt mittlerweile fühle ich mich in Bangkok schon erholt. Ich komme da an und weiß, ich weiß auch, wie komme ich von A nach B, wie mache ich es am besten, wo ist das Hotel am besten auszuwählen, wenn ich was machen will. Läuft und da weiß ich, es wird entspannt, auch wenn es Chaos ist. Ja, weil du auch weißt, du kannst jederzeit dich in ein Taxi oder einen Bus setzen und bist irgendwo anders da. Und selbst mit der, wenn du mit der U-Bahn oder was fährst, U-Bahn oder mit auch, die helfen dir ja. Die haben ja wirklich noch Leute, die dir wirklich das erklären, wie du da zurechtkommst, wenn du dich nicht auskennst. Mach das mal, in vielen Ländern gibt es ja gar nicht. Aber letztes Jahr und kommt, war doch wunderbar. Die haben uns doch wunderbar. Jahr, die haben uns schön durchgeführt. Ja, das habe ich gesehen alles. In dem Video. Das war sehr interessant. Das war super. Weil ich habe das gar nicht so gekannt. Das gab es ja damals, wo das letzte Mal da war, gab es das noch gar nicht. Diese ganzen U-Bahn-Bahnverbindungen. Das gab es überhaupt nicht. Ja, das ist ja heute alles höchst Wahnsinn. Modern. Ne? Ja, das gab es nicht. Taxi? Fertig. Da gab's ja damals gab es den neuen Flughafen noch nicht. Da war doch der Don Juan Flughafen.
der mir persönlich viel, viel besser gefallen hat. Wo das Hofbräuhaus drin war, kannst du dich noch erinnern? Da war das so ein Hofbräuhaus. Ja. Drin. Das war geil. Kommst du in den Flughafen an, da steht da, ich glaube, was war Hofbräu, oder was? Irgendwas war es, auf jeden Fall. Sehr deutsch. Sehr, sehr urdeutsch. Schwarzwaldstübli war in Frankfurt. Aber so ähnlich so. Bayerisch. Das war geil. Das war schon, geil. Da habe ich mit einem Kollegen gesessen, haben wir bald den Flieger verpasst. Kommst du in Bangkok an und dann hast du da Hofbräu im Flughafen. Das war ja ein riesiges Ding damals. Ja. Auch die mal modern. Es gibt da in dem Skytrain keinen einzigen Schwarzfahrer. Da kommt keiner rein ohne Ticket. Du gehst rein mit deinem Pass, mit deinem Jet oder Chip was da drin hast, genau. Das Schöne ist, du kommst nicht mehr raus, ohne zu bezahlen, wenn du zu wenig drauf hast. Es gibt keinen Schwarzfahrer. Wenn der Skytrain im Flughafengebäude einfährt und alle Passagiere steigen aus, dann wird der Zug erstmal komplett einmal durchgereinigt, bevor die 9 Passagiere einsteigen. Ja. Ja, haben wir erlebt. Okay. Es kommt keiner rein, dann gehen die einmal komplett durch alle Abteile durch. Es wird schön sauber gemacht. Guck mal. Ein paar Minuten später gehen die Türen auf. Bei uns ist alles leider ja auch. Da wollen wir nicht drüber reden. Ja, da kann man voll die kurze U-Bahn, S-Bahn kann man einsteigen und so weiter. Das ist alles spannend. Ja. Nee, das war schon schön letztes Jahr. Und auch günstig. Kostet ja fast nichts. Ja? Für uns zumindest, der ist kalt drin. Ja. Vom Flughafen, wenn es reinfährst, sind es glaube ich 40, 50 Watt. Zu der. Auf die Taxifahrt. Teil dabei. Sehr günstig. In Bangkok. Das ist günstig. Sehr günstig. Gar nicht zu vergleichen jetzt mit Phuket, wenn ihr so ein paar Kilometer fahren willst. Ich weiß nicht, was die hier für Preise aufrufen, ich glaube, das kostet Taxi von Batong hierher. Ja, 250 so, das geht ja. Keine Ahnung, das kann sagen. Wenn ihr jetzt von Volt nimmt, wenn ihr jetzt ein normales Taxi, dann bist du mit 500 Euro. Ja, die machen jetzt aber auch schon 300, weil. Wenn ich den. Also letztes Jahr waren für 500. Ich sag auch, es ist auch eine gewisse Verhandlungssache. Wenn du den ein bisschen je nachdem, was es für ein Typ ist, musst du abchecken. Da kannst du schon was machen, weiß ich, mit Sicherheit. Und wenn der merkt, dass du vielleicht noch ein bisschen Zeit sprichst, dann ist er schon vorsichtiger. Weil der weiß, du bist nicht das erste Mal, wenn du sprichst. Ja, macht viel aus. Naja, klar. Straßen, glaube ich, helfen schon ganz gut, dass die das Gefühl kriegen, du kennst dich ein bisschen aus dem Musik. Das hilft immer. Erstens auch als Höflichkeit. Ich kann nicht wirklich Teil, um Gottes Willen, ich kann ein bisschen Essen bestellen, ich kann mit Gedanken begrüßen und so weiter und das war's. Ist das schon mal ein Anfang, Ich wünsche auch bald wieder Feierabend, aber das Zeichen, dass man gibt, man will, man möchte. Ja. Und man das wird auch hier honoriert, die Menschen merken das. Die merken, du gibst dir Mühe, wir kommen dir auch entgegen. Wir machen es dir leicht. Ja. Ganz einfach. Also kann man es nicht sagen. Das heißt, machen es einem eigentlich wirklich leicht. Weil daheim das Gemotze, wenn man dann sich beschwert, dass die im Hotel in Spanien kein Deutsch sprechen oder in Griechenland, durch sagen, Leute, ihr seid in einem anderen Land. Ja. Wir haben doch, ich bin dann gleich noch daheim. Ich gehe auch zum Griechen zum Essen oder zum Spanien. Sehe ich genauso. Da sind wir voll einer Meinung. Und dann mit solchen Leuten will ich wieder gar nicht über das Thema Urlaub reden, weil das ist mir dann einfach zu anstrengend, weil ich möchte nicht. Das ist auch nicht so. Meine Lebenszeit zu schade, ganz ehrlich. Weil wenn ich es Urlaub so haben möchte wie daheim, dann bleibe ich daheim. Richtig. Ich brauche jetzt hier nicht unbedingt, wie ich schon sehe, wenn sie die in Mallorca immer die Läden da mit diesen Handtüchern belegt haben, was ganz modern war. Das ist okay. Ja, ist ja immer noch so. Ist ja auch so. Ja, aber die machen das im Sunbrand auch so. Ja, ist verboten halt. Ne? Gut, dann. Die tun dann das ist verboten. Ist doch schon mal ein Anfang. Machen aber nicht nur die Deutschen, das machen ja alle. Die Länder, alle Schlägereien um die Liegen schon wieder. Das ist völlig Wahnsinn, oder? Völlig ein Vollquatsch. Oder? Wie soll man dann Frieden schaffen auf der Welt? Nee, da schon um die Pulli gehen. Hier funktioniert es anscheinend komischerweise. Ja, naja, aber die tun dann schon ihre Lieben, das ist hier schon aus. Das ist immer noch Verteidigung. Wir haben Strand und zahlst du dich, wenn du die halt bezahlst, dann gut. Bist du Handel auch fertig. Anderes Thema. Ja. Cool, was nicht gut, wenn es bezahlt ist, was anderes da. Ja. Aber privat im Hotel und wo du fest gebucht hast. Das hat aber nichts mehr mit Urlaub zu tun. Wenn ich um 5 Uhr morgens aufstehen muss, vor dem Frühstück, gehe nach unten, schmeiß mein Handtuch auf der Liege, gehe wieder nach oben, leg mich nochmal eine Stunde schlafen. Und dann tut irgendein Idiot ein Handtuch weg. Das hat nichts mehr mit Urlaub zu tun. Kommt so ein Baran angegrillt, dann flackt er mit dem Handtuch. Stell dir das mal vor, pinklich. Ja, das ist... Ich war auch gestern sehr überrascht, Thomas, irgendwie bei dem letzten Stop bei der Tour, bei der Höhle, wo wir da reinlaufen mit den Taschenlampen, dass ich in dieser Lagune, wie man das nennt, 4, 5G Empfang hatte. Also mitten im Nichts auf dem Wasser, durch die Höhle durchgelaufen, stehst du jetzt, da war aber 4,
4 oder was? Normalerweise nicht. Aber gut, ich habe da schon da zwei Bilder live geschickt. In der letzten Höhle. Ja? Aber das ist neu, da müssen Sie ja neue Antenne anlegen. Von AIS? AIS, die Touristsim-Karte habe ich gemacht. Ja, schon krass. In 4 Wochen. Ja, habe ich auch genommen. Wenn ich mir daheim mit meinem Handy irgendwas mache und gehe nur in die Küche vor zum Beispiel. Oder in Thailand fahren, wird schon schwierig. Ja. Da raus und Chatterton und alles. Da muss ich 2-3 Meter auf den Balkon gehen oder so, auf meiner Terrasse, damit ich wieder Empfang habe. Das darf sich gar keiner erzählen, sowas. Auch wieder, schöne Grüße an die Regierung. Ja, die kriegen das schon noch hin. Ja, wenn wir noch. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das. 2065. Ja, genau, das reicht ja. Da sind wir nicht mehr da. Da kann es uns egal sein. Ruf vielleicht noch da. Anstatt mal von anderen Ländern was abzugucken, was gut ist und das mal zu übernehmen, nein, wir entwickeln uns in die Steinzeit zurück. Ja. Wirklich. Ja, so ist es. Schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Wir haben das Privileg, dass wir hier sein dürfen. Das ist schon mal sehr, das ist sehr viel wert. Für mich ist das Privileg. Das kann nicht jeder. Ja. Das muss man sich auch überlegen. Es gibt ja wirklich viele, die wesentlich ärmer sind. Ja, wir können ja wirklich noch zu den Reichen alle, wie wir hier sitzen. Ja, absolut. Sagen 80% glaubt, der Menschheit ist wesentlich ärmer. Das ist definitiv, ja ein Zustand, der eigentlich auch nicht mehr tragbar ist. Normalerweise nicht. Das Kapital, was da ist, in diesen ganzen großen Unternehmen oder in den ganzen Finanzbereichen, das würde locker reichen, um alle zu versorgen. Locker. Oder wie du gesagt hast, mit dem ganzen Umweltschutz, mit dem Plastikscheiß da, genau dasselbe. Alles so. Das finde ich hier Thema, also das ist hier schon hier mega viel Plastik unterwegs. Ne? Das ist schon der Punkt. Hier, bei uns ist ja nicht besser. Aber das kannst du ja nur von oben verdienen. Ich kaufe jetzt zum Beispiel nur noch, wenn ich es kriege, in Glasflaschen, weil ich habe jetzt festgestellt, und hier merkst du es ja auch, nimm mal eine Plastikflasche und legst du mal jetzt hier irgendwo ins Auto und schmeckt nach Plastik. Wenn du die aufmachst, schmeckt Schal, das schmeckt. Und die Glasflasche nicht. Die ist zwar auch warm, aber. Aber das weiß man ja schon, seitdem es die Plastikflaschen gibt und trotzdem haben sie alle umgestellt. Geht nur um die Kohle. Da haben sie damals schon gesagt, dass das gesundheitsschädigend ist und. Genauso wie die Telefone, weil wir jetzt gerade dabei sind, die sind ja auch nicht gesund. Ich meine, laufen die Telefone. Ja, ich habe ja schon hier meine Daumen jetzt immer wehtun. Ja, den Handy-Daumen. Da tut keiner drauf schreiben, pass auf, wenn du das benutzt, so und so. Ne? Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob es, aber ich denke mal schon, weil ich ja so viel mit dem Handy mache, kommt es daher. Ich halte ja immer so. Mhm. Na, das steht da nicht drauf, da müsste da auf den Verpackungen stehen, was da für Nebenwirkungen sind. Und da gibt es ohne Ende Nebenwirkungen, wenn du das auch noch benutzt. Strahlung, was sie alle sagen, keiner weiß es genau, keiner sagt was genau. Wem willst du glauben? Ja, aber das mit meinen Daumen da, also entweder kommen wir jetzt vom Alter oder. Aber das hat mir letztens einer erzählt, der ist tatsächlich im Krankenpflegebereich tätig und der hat mir das gesagt. Hat er gesagt, das kommt vom Handy. Das hat er in letzter Zeit immer öfter, dass Leute da Beschwerden haben. Also kannst du immer sagen, Daumen hoch. Ja. Daumen hoch. Den musst du dann aber. Geht immer anders. Ja gut, dann sagen wir mal Daumen hoch. Daumen hoch. Ich hoffe, unser Gespräch hat euch erleuchtet oder erleuchtet euch. Auf die Kokosnuss und auf Thailand vor allem. Ja, genau. Kommt hierher nach Kamala. Lasst es euch gut gehen, hier ist richtig geil. Und Frieden in die Welt. Hoffen wir mal, dass es bald wieder Frieden gibt, dass die alle mal wieder die Friedenspfeife auspacken. Weil was da gerade abläuft das auf der Welt. Abartig. Das und alle Klappstühle einpacken. Genau. Und Peace. Genau, Peace in und Sinn stellt Friedenswaffen her, keine Kriegswaffen. Dann nehmen wir lieber Bier. Also, wenn wir werden die Hand nehmen, nehmen wir eine Flasche Bier. Genau. Prost. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch nicht mehr. Super, give me 5.